Also ich bin von allem begeistert, was den Drachen tot macht. Ganz Ist egal, wie deine ihr das Aufgabe, genau Freundchen. hinkriegt. Das ist deine Aufgabe. Das gibst du jetzt nicht ab. Ja, aber wie ganz, wer soll ich den Drachen alleine platt machen? So viel Schaden mache ich ja gar nicht. Die müssen auch Damage machen. Das Problem ist einfach, dass Magier bei Drachenkämpfen häufig diejenigen sind, die wenig tun können. Ja, die anderen Leute verstärken mit einem Attributo. Natürlich, klar. Also, das geht immer. Und was ich jedem irgendwie einen 5er Armatrutz geben oder so, weil man da vorher was in den Stab gesprochen hat. Theoretisch ist sowas möglich. Halt mich zurück, Junge. Im Kampf dann jetzt hier was ich, Reversalis aus dem Stab holen und dann jetzt hier Fulminictus sprechen auf eigene Leute, dass Auf man den sozusagen direkt Drachen instant und heilt. Reversalis Fulminictus auf den Drachen. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah. Das Beste war eigentlich, wenn der Drache irgendwie, wenn ich zumindest die Aufmerksamkeit von dem Drachen auf mich lenken kann und Jana den dann von der Seite einfach mit Befreiungsschlägen platt macht, weil der macht viel mehr Damage als ich. Ich weiß zwar nicht, wie viele Runden ich das schaffe, vermutlich eine, aber hey, Es könnte aber immerhin. passieren, dass der Drache nicht eine Distanz so weiter wegrutscht, wenn Jarlath einen Befreiungsschlag macht. Ja, das Könnte sein, nicht, dass der aber Ding der außer macht halt Kraft gesetzt Damage. ist. Der macht halt Damage. Ich meine, wenn der halt drei Befreiungsschläge oder zwei Wuchtschläge und einen Befreiungsschlag in den Typen reinjagt, Ja, macht auch den Drachen soll er irgendwann den Drachen Schaden. mal gegenhalten. Ja, das macht er am Ende noch, deswegen soll der Drache ja mich hauen. Ich Das ist glaube, ja der Plan dabei. du darfst ihn nicht gegenhalten. Kommt auf an, Drachen sind ja sehr große Gegner. Und sehr große Gegner darfst du zum Beispiel auch nicht Schild parieren. Genau, muss ausweichen. Das wird Genau. Jarlans von das also deswegen ist das nicht Jarlans Kampf. Gut, ich habe auch Ausweichen 9, ne? Dann hat's jetzt auch nichts gerissen. Ja, Zeit für Ömer. Wer dein Held? Ömer, spring vor dem Drachen Torgosch, vor. Torgosch, ey, Ömer, komm mal runter hier. Komm mal runter, ich muss dir was flüstern. Du machst das jetzt. Hier ist mein Speer. Immer, du musst einfach nur die Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Spring einfach die ganze Zeit von links nach rechts. Du Der stehst jetzt will vor das ihm, hüpfst Vieh von links nach rechts umbringen. und du tauntest ihn. Hast du verstanden? Ach Jungs, das sind jetzt hier die Regeln für den Drachenkampf und ihr verzweifelt schon an einem kleinen süßen Perldrachen. Was soll denn das gegen Rassasvor werden? Im Abenteuer, ich habe mir das jetzt mal angelesen, steht, ihr dürft das Jahr des Feuers mit 6000 AP dürft ihr anfangen. Ich weiß auch nicht, wie man Hätte das nicht. überleben soll. Theoretisch müsstest du Magier haben, die von morgens bis abends die ganze Zeit eigentlich ihre ASP, die sie sozusagen im Körper haben, aufsparen, um die ganze Zeit immer in jeder Situation immer abwechselnd oder vielleicht sogar gleichzeitig Guardianums laufen haben, um die Gruppe zu schützen. Die Gruppe bleibt immer zusammen und hat deswegen sozusagen jetzt hier gegen Flammensäulenschaden und so, dagegen immer, da laufen dann immer zwei Guardianums mit und dann kriegst du das hin. Zauberzeichen, so Dann hilfreich. gehst du nur im Nahkampf maximal down, aber das kannst du ja wirklich so mit Leuten wie Yalan und so ganz gut klären. Ich hoffe, Zauberzeichen, unsere spannendes Magier uns den Element. magischen Schutz geben, den wir brauchen, denn das wird echt haarig ohne. Wir schaffen das. Ich hoffe ja noch, dass Ulrok der Magie abschwört und sein Kettenhemd wieder anzieht und dann mit uns in den Nahkampf geht. Ja, ansonsten, Euro hat kein Chip mehr und Jalan hat kein Chip mehr. Da verliert er nur zwei Helden heute. Also ich glaube, Jarlath wird darüber richtig pissig, wenn wir dann da draufgehen. Vor Im allem, wenn es nicht Drachenkampf seine kannst du nicht Schuld pissig ist. sein. Ich würde sagen, das ist doch total ehrenhaft, bei einem Drachenkampf zu sterben. Ich meine, es ist unehrenhaft, wenn du irgendwie die Leiter runterfällst, in der Kanalisation einfach tot bist, aber. Ja, frag mal fix ja dort ab, oder? Mit 10.000 AP in der Kanalisation verreckt. Ja, und dann damaliger Magier, der musste irgendwie eine Körperbeherrschungsprobe erschwert um 2 schaffen, um die glitschige Leiter runterzukommen in der Kanalisation und starb dann erstmal einen grausamen Tod. Weil überall vorher erklärt wurde, wenn ihr euch da nichts einfallen lasst, das ist 11 Meter hoch. Ja. Und dann fiel er nach dem ersten Meter in die Tiefe. Gut, aber eine Körperbeherrschung plus 2 könnte man ja schaffen mit 10.000 AP. Da drin. Außer du machst jetzt natürlich einen kritischen Patzer, dann ist natürlich einfach gelitten. Aber dafür gibt es ja auch Shippies, um auch mal solche Unfälle zu überleben. Damit ihr einfach Helden werdet, genau. Hey, wo ist denn dein Shippie draufgegangen, Ulrok? Ich habe die verbrannt bei. Chorgeweihten. Genau. Ach ja, stimmt. Den hat Niklas noch aus dir Richtig unnötig. rausgebait. Und Otja hat mich da reingeritten. Ja, wer wohl? Darfst du dreimal ganz scharf nachdenken. Ich habe Niklas gefragt, der hat gesagt, ja, ich will das machen. Und dann hättest du jederzeit noch Nein sagen können, aber deine Ehre. Deine Ehre. Und dann doch einfach auf dem Turnierplatz stehen können, wenn dann Staubtreter auftreten und sagen können, hier, ich gebe auf. Klar. Ja, aber du wurdest auch weggekrittet, glaube ich, sogar am Ende, ne? Das war nur Ja, ich eine hab schon Idee. Patzer gemacht. Am
Hat dann, du hast auch zwei Hammerschläge pariert und dann den dritten hast du irgendwie gefressen oder so. Also hast du dich echt gut gemacht, also da konnte man dir keinen Vorwurf machen. Kann sagen, also. Ja, vielleicht kann Ömer dem Drachen ja das Auge ausschießen, das wäre ja auch schon sehr hilfreich. Ich finde das immer sehr, sehr game-breaking zu sagen, ich schieße dem jetzt ins Auge und dann, ah, das ist der blind, weil da würde ich einfach sagen, ja, der kriegt jetzt Schaden am Kopf und deal damit. Weil, ja, aber irgendwie. Du musst es immer so sehen, wenn du das zweimal gemacht hast, ist der Gegner blind. Und ja, warum sollten nicht Feinde das auch mit uns dann die ganze Zeit machen? Da kommt der nächste Typ an und im Kampf sagt er dann einfach, ja, der zielt auf dein Auge, Zwerg. Und weiß nicht, ja, der trifft nicht, du besiegst ihn, okay, der nächste Gegner, der zielt auf dein Auge, der nächste Gegner zielt auf dein Auge. Spätestens wenn du den dritten, vierten Kampf wieder dir hast, bist du einäugig und danach bist du keinäugig. Und ich weiß nicht genau, ob du Bock hast selber auf so eine Regelung, die dich dann blind macht. Ich glaube nicht, ich finde das nicht fair. Also ich finde das nicht fair dir gegenüber, deswegen finde ich das genauso unfair dem Drachen gegenüber. Ich habe halt unendlich viele Gegner, die ich euch geben kann und ihr genau, habt halt genau. Einen. Genau, und wenn wir dann nicht anfangen, Teriak zu saufen, wachsen unsere Augen nicht nach. Ja, siehst du, die Option haben wir ja. Ja, aber die Konsequenz daraus ist auch genau die gleiche, dass es erstmal mindestens einen Minderpack gibt. Wofür du nicht zukommst. Ja gut, aber worauf willst du sonst bei einem Drachen schießen? Glaubst du, dass du da nicht den Rüstungsschutz durchkommst? Es kommt ein bisschen drauf an. Also der Drache wird jetzt hier im Nahkampf nicht mit Ausweichbewegung rumtänzeln. Und sehr große Gegner geben es auch noch ein paar Punkte Erleichterung beim Treffen. Also ja, ich könnte Aggro ziehen, aber du kannst mal darauf achten, ob ich das tun werde. Ja, natürlich nicht, deswegen sollst du ja mit dem Bogen drauf schießen, damit du auch was machst. Ja, ich werde mit dem Bogen drauf schießen. Manchmal treffe ich nur nicht so gut, weißt du, das kann schon mal passieren. So Tage habe ich. Gut, aber sagen wir mal, du triffst ihn. Ich meine, du schießt gerade mit dem Kurzbogen. Was macht der für ein Damage? Ich schieße mit dem Elfenbogen, Junge. Ich habe doch den Elfenbogen von dem gefolterten Elfen. Das war doch ein Preis. Macht der für einen Schaden? Lohnt sich das? Der macht den Schaden mit ganz normaler Elfenbogen. Das ist keine TPKK-Anforderung, glaube ich. Genau. Also der hat eben eine sehr hohe Reichweite. Der kann auf 200 Meter schießen und das ohne KK-Anforderung im Endeffekt. Und dafür macht er 2 Punkte weniger Schaden als ein normaler Langbogen. Aber naja, keine KK-Anforderung. Absolutes Superteil. Das stimmt natürlich. Und ja, ich könnte auch mit dem Kurzbogen schießen. Aber die Sache ist, ich will ja ganz gerne auf 20 Meter oder etwas weiter wegstehen. Auf 200 am besten, ne? Na, 200, da kann ich wenig Ansagen machen. Ja gut, das ist natürlich fett. 30 Schaden, da komme ich nicht mit. Ja, man muss dazu sagen, da gab es 8 Punkte Erleichterung, die ich normalerweise nicht bekommen hätte. Also wenn wir die abziehen, dann wären es keine 30 gewesen, sondern 22. Gut, aber 22 ist auch schon krass. Ich meine jetzt nicht beim Drachen, aber bei allem anderen, was lebt. Zum Glück darf man Drachen darf man zum Beispiel nicht Hammer schlagen, wenn man sich jetzt nicht bei Waffenmeister erlaubt. Weil sehr große Gegner dürfen nicht gehammerschlagt werden. Ich glaube große auch nicht, oder? Das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall... Es gibt gewisse Größen, die davon die Hand erschlagen, ja. Darf man auf die überhaupt gezielte Stiche ansagen? Das muss ich erstmal nachgucken. Ja, davon, aber nur wenn man die Kunde davon hat und der Meister es erlaubt. Das ist bei Tieren allgemein so. Das heißt, es könnte sein, dass du gezielt stechen darfst gegen einen Drachen. Ja. Aber ja. Alle anderen im Team definitiv nicht, weil keine Drachenjäger. Genau. Also ich werde dann auch nicht sowas erlauben wie ich gehe an den Bauch, weil da der kleinste Rüstungsschutz ist. Das werde ich einfach untersagen. Ich habe extra nochmal Tierkunde gesteigert. Ja genau, du hast Tierkunde Drachenjagd, dann hast du ja irgendwie Magiekunde Drachenmagie. Du bist der Einzige, der eigentlich im Endeffekt gesichertes Wissen hat. Ich habe sogar Kriegskunst Drachen, Kampf gegen Drachen, aber ich glaube, das tut wenig helfen. Solltest du vielleicht den Helden auch vorher und nicht nach dem Kampf, wenn fünf verbrannter rumliegen. Ach, ihr hättet auf den Bauch zielen müssen, du Idiot. Tritt doch mal gegen die brennende Leiche. Ja, ich hab dir doch gesagt, nicht vor dem Maul stehen, der hat einen Flammenstrahl. Ja, jetzt jäuchelt sie wieder. Ömer, komm, wir gehen jetzt. Weil der steht bestimmt ganz weit hin. Der guckt sich erstmal an, wie der Rest drauf geht. Okay, so machen wir es nicht. Ich hatte jetzt als Bogenschütze nicht vor, im Nahkampf zu stehen. Das siehst du ganz richtig. Also, aber eigentlich, glaube ich, bist du sogar unser bester Nahkämpfer gegen das Vieh wegen deinem Ausweichen. Wenn ich meine, du wirst es nicht machen, aber du bist vermutlich der beste Nahkämpfer dagegen. Frag mich nochmal in 5 bis 6.000 AP, dann habe ich wahrscheinlich Säbel so hoch wie Ulruk. Und vielleicht dann auch einen Wuchtschlag, weil ich dann Körperkraft aber bis dahin auf 12 gesteigert habe, endlich mal und dann, ja. Gut, aber dann steht halt nicht mehr ein Drache, sondern 2 in 6000 HP, vielleicht auch 3. Irgendwas ist ja immer. Ja, richtig, ne? Aber hey,
Vielleicht schaffen wir den Drachen auch nicht, fliehen oder so, oder wipen alle und Shippy und wiederbeleben und so. Und dann haben wir im Jahr des Feuers, wissen wir, den sehen wir wieder, plus zwei Freunde. Der drückt dann noch Rassasor mit und noch ein. Die Mutti. Genau, also ihr könnt euch jetzt an dieser Stelle, könnt ihr euch die Kampagne einfacher machen. Ich bin ja dafür, wenn wir alle sterben, verbrennen wir alle keinen Shippy, bauen alle neu. Dann wird das eine neue Heldengruppe. Also wenn alle sterben, dann mache ich das sogar mit. Ja, ich habe auch überlegt, also wenn wir alle wipen sollten an dem Drachen, ist es für mich auch in Ordnung, einfach zu sagen, okay, baue ich mir einen neuen Charakter mit einem neuen Hintergrund. Aber jetzt mal so gefragt, wenn ich mir das hier angucke, der kann fliegen, also da müssen wir irgendwas gegen machen, weil wenn der fliegt und uns angreift, dann bin ich hart gebumst, dann kann ich gar nichts. Ich meine, ja, das geht uns auch bei fast allen so. Deswegen ist der Kampf gegen einen Fliegendrachen, währenddessen er fliegt, keine Option. Wir müssen eine andere Möglichkeit dafür finden. Wir müssen irgendwie es schaffen, dass wir den Flugvorteil des Drachens negieren. Das ist zu 100% so, ansonsten können wir nur in ganz kleinen Teilen was dagegen tun. Und das wäre dann zu wenig. Überleg dir schon mal eine Strategie, wie wir denn wohl den Drachen da jetzt hier dazu bekommen können, dass er nicht fliegt. Ja, das ist deine Aufgabe, Schoko. Versuch's wie Jamie Lannister. Einfach chargen. Charge. Aber nur, wenn ich auch so ein Geschütz kriege, wie hieß der nochmal, der andere? Der auf den Drachen geschossen hat? Ja, dann steigere Belagerungswaffen und denk dir was mit Geschützen aus. Kein Thema. Ja, wir haben aber keine Belagerungswaffen mitten irgendwo. Naja gut, wir haben Geld, also wir können uns locker irgendwie eine Kanone kaufen von unserem Geld, was wir haben. Wenn wir dann wissen, dass wir damit umgehen können und dass es was bringt. Ja, ich schlage jetzt mal vor, Leute, lasst uns mal eine Kanone kaufen, bevor wir über den Sicherheitsstieg reisen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Einfach die Kanonen aus Kunchum importieren, die ihr noch auf eurem Schiff stehen habt. Ja, hätten wir noch die Dämonenarche, die könnt ihr sogar einfach hinlaufen. Ja, würdest du nicht mal den Landweg finanzieren? Notfalls machen wir noch einen kleinen Run auf die Stadtkaserne von, was weiß ich, welche Stadt da in der Nähe ist und klauen dann eine Kanone. Nee, mit Belagerungswaffen bin ich zu kacke, das wird nichts mehr, obwohl... Wenn der 1 Meter vor mir steht, vielleicht. Sonst wird's knapp. Vielleicht sollten wir mit einer Technik liebäugeln, die nicht auf 1 Meter Entfernung abzieht. Nur so ein Gedanke. Also wir müssen ihm auf jeden Fall eine Falle stellen, sonst sind wir Toast. Davon bin ich auch fest überzeugt. Ja. Gut, dann überlegen wir doch schon mal eine Fallenart, die wir vielleicht irgendwie am Gebirge, im Gebirge oder in der Nähe vom Gebirge aufsetzen können, wenn Frosty Drachensteine sagt, ist das ja schon mal für dich ein Vorteil, jetzt hast du schon mal Planungssicherheit. Ja, super. Ich habe 3 Magier. Überlegt euch halt einen lustigen Zauber. Ja, das Problem ist bei den Magiern, da weißt du nicht, was die können. Ja, also selbst müsst ihr ja kreativ sein. Ich meine, Frosty hat dir den Tipp gegeben, Perldrache. Frosty hat dir den Tipp gegeben, Perldrache. Lest dir doch mal ganz genau den Perldrachen durch. Vielleicht fällt dir was auf, von wegen, wo die ihren Hort haben, wo man die besser überfallen kann. Sind die Horte irgendwie unter Wasser, dass dann ein Überfall unter Wasser eigentlich unpraktisch für uns ist? Ja, das ist ja das Problem. Das sind sehr gute Taucher und so. Also wir sollten ihn auf keinen Fall im Fluss stellen, weil dann sind wir erst richtig, richtig tot. Gut, das heißt, wir müssen ihn irgendwo stellen, wo er nicht in der Nähe von Wasser ist, weil im Wasser kann er einfach sozusagen eintauchen, ist für uns weg. Das ist das gleiche Problem mit dem Fliegen. Wir müssen den halt in seine Bewegung einhindern, sonst haben wir halt keine Schnitte. Gut, wir haben also keinen Magier, der einfach mal sagt, boah, ich habe Bewegung überstören, hier 23 oder 25 und bin deswegen ganz toller Befehlungsstörer. Haben wir nicht zur Verfügung, also müssen wir auf physikalische Mittel zurückgreifen. Könnt ihr denn irgendwie die Flügel außer Gefecht setzen mit irgendwelchen Zaubern? Habt ihr da irgendwas? Das wäre der Zauberbewegung stören. Den haben wir aber nicht. Den hat keiner hoch genug, um den effizient im Drachenkampf den Drachen zu irgendwas zwingen zu können. Könnt ihr keine arkane Wand herstellen über dem Drachen, dass er nicht hochfliegen kann? Ja, die ist 2x2 Meter groß. Ja, aber der Drache kann nicht. Man kann die auch waagerecht ausrichten, den Fortifix. Könnt ihr die Reichweite... Was willst du denn mit der waagerechten ausrichten? Was meinst du mit waagerecht ausrichten? Knallt er gegen und stürzt es mal ab, hoffentlich. Also wenn der auf dem Boden ist und ihr könnt alle 3 in Fortifex, dann können wir in 3 Richtungen verhindern, dass er da erstmal hochfliegt. Ich meine, wenn er das nicht direkt merkt, dann haben wir erstmal ein paar Runden. Das ist die Frage, ob ihr das könnt. Ja, da waren die viele Richtungen zum Ausgang. Wie lange hält der Fortifex? Wenn wir jetzt also sozusagen sagen, wir haben eine Stelle gefunden, wo wir einen Fortifex drüber setzen, wo wir dann davon ausgehen, jetzt kann er erstmal nicht starten. Wie lange hält der Fortifex? Wie viel Zeit haben wir? ZFP mal 10 Kampfrunden. Das heißt, im schlechtesten Fall haben wir irgendwie 20 oder 30 Kampfrunden. Aber 20 oder 30 Kampfrunden sind in einem Kampf mehr als genug. Eine Minute, ja, etwa. Der letzte Drache, gegen den wir gekämpft haben, hat 7 Kampfrunden durchgehalten. Ja, da hattet ihr aber auch eine Legion mit dabei. Das stimmt.
Aber ich glaube, wenn wir nach 30 Kampfrunden noch nicht am Ende sind, sind wir Toast. Also, wir, nicht der Drache. Okay, was hat der Perldrache, hat er denn für eine Aura? Macht er uns Aura-Schaden, so ähnlich wie die meisten anderen mit ihrer Feuer-Aura? Und wenn ja, wo kriegen wir Zwergenpaste her? Die Zwerge haben ja eine Zwergenfeuerpaste. Welche dabei? Ja genau, du hast wahrscheinlich aber nicht genug dabei, um die gesamte Gruppe ne, ich glaube drei Portionen, wenn ich... Genau. Lass mich nicht üben. Gibt es nicht auch Paste, die die Haut vor Feuer schützt? Ich blick jetzt gerade. Ja, gibt's auch. Deswegen so, aber erstmal gucken, was der für ein Aura hat. Weil Frosty war jetzt so freundlich, hat sie gesagt, hier, ne, Perldrache. Du hast eine halbe Stunde Zeit zur Botaniker schnell aufschlagen. Perldrache raussuchen. Ich guck gerade. Da steht zwar nicht drin, was dieser namhafte Perldrache gegen den bekämpfen wir ein Spezielles kann, aber was das allgemeine Wissen darüber ist, das weißt du als Zwerg. Ah, hier doch, hier steht's. Das Manöver Gegenhalten eignet sich gut, um einem Tierangriff zu begegnen. Hierbei muss der Held allerdings eine AT plus 4 anstelle einer Parade würfeln. Hä? Das ist immer eine AT plus 4. Das ist normale Gegenhalten, ja. Ja. Muss das Tier für seinen Angriff eine oder mehrere Distanzklassen überbrücken, so ist die AT des Helden nicht erschwert. Jetzt würde ich ja hingehen und würde sagen, der Drache greift heute sein P an beim Gegenhalten, nur um Jalan zu zeigen, du kriegst 6 Punkte Erschwernis beim Gegenhalten, weil der hat die höhere Reichweite, um ihm mal zu zeigen, wie das ist. Ja, ein P kann er ja sowieso nichts ansagen, weil er eine falsche Dicke hat. Ja gut, er wird den Drachen recht schnell unterlaufen können, höchstwahrscheinlich. Der Drache hat wahrscheinlich einfach... Mal die Initiative angucken, Moment. Also ich nehme an, die wirst du steigern. Ja, 13. Ja. Da kann man auf alle Fälle unterlaufen. Aber er hat ja verschiedene Angriffe. Naja, hier ist alles nur HNS. Kein P dabei. Ich habe mich letztens noch mit Wölfen über Drachen und Drachenkämpfe unterhalten und wir kamen auch zu dem Schluss, dass ein Nachteil ist eben für den Meister. Es steht zwar bei, dass Drachen Telekinese haben, aber es steht nicht bei, wie man das im Kampf einsetzen kann. Also sprich, da wird kein Wort von erwähnt in den Büchern. Weil theoretisch können Drachen und diesen Meister nicht häufig in Telekinese und theoretisch müsste das ja bedeuten, dass du sozusagen der Motorikusmeister bist. Warum kannst du den Typ nicht einfach an seiner Rüstung packen und wie dich hin schleudern und hochheben? Ja, du kannst ihn auch einfach 1000 Meter in die Höhe schmeißen und dann wieder zurück und tot. Ja, nicht 1000 Meter, aber ne, was weiß ich, wenn du in einer Kampfrunde irgendwie 4-5 Meter hochheben kannst und lässt ihn 4-5 Meter hochheben, lässt den Zauber wieder fallen und hast sozusagen keinen aufrechterhaltenden Zauber als Drache. Und 4-5 Meter, das müsste man auch schaffen, wenn man nicht als McTurtle rumläuft. Wenn man als McTurtle rumläuft, kriegt man wahrscheinlich schon bei einem Meter Probleme. Okay, ja, 7 Schritt kriegen wir, 2 Schaden pro Kampfrunde. Was denn, Feuer oder was? Ja, also heißt Feuer-Odem, ich nehme mal an, dass es Feuerschaden sein wird. Ja genau, Feuer-Odem ist die Aura, die er um sich herum hat. Ja,